Hoi. Und Hallöchen. Und wir sind zurück bei Wir bauen einen Bahnhof. Ja, oder bei Wir kloppen uns fröhlich durch die Erde. Ist auch schön. Mhm. Bin ja noch hier unten. Und ich muss jetzt, mal gerade gucken, was ich überhaupt habe. Ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr. Was habe ich eigentlich zuletzt gemacht? Iki, was habe ich zuletzt gemacht? Erzähl mal. Du hast zuletzt nach Gold gegraben. Ist das so? Ja. Na gut, wenn du das sagst. Da hast du aber nicht viel gefunden. Korrekt, im Sinne von nichts. Vielleicht ein Nugget? Ah, ich glaube, irgendwas war schon, aber ich guck mal gerade auch. Ich habe hier keine Erze, ne? Nope. Boah, jetzt habe ich Bock auf Chicken Nuggets. Das sind auch Gold Nuggets. Ich habe unglaubliche 9. Geil. Ja. Ist jetzt nicht so viel. Und ich weiß gar nicht, wollte ich hier unten noch denn irgendwas machen? War hier noch was? Weiß es nicht. Hatte ich hier nicht okay, irgendwo auch Leitern befestigt? Offensichtlich wollte ich mich als erstes mit einem Mini-Zombie prügeln. Na gut, kann man machen. Ja, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Hatte ich einen Plan? Gab es einen Plan? Habe ich jemals einen Plan gehabt? Man weiß es nicht. Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus. Hier war irgendwas, oder? Also war hier was? Ich guck mal. Ich laufe mal eben verwirrt unter Tage rum. Ist ganz toll. Lohnt sich total. Nein, stimmt. Hier hast du nämlich dich ein bisschen reingegraben, um festzustellen, nein, da geht's nicht weiter. Okay. Cool. Ich erinnere mich. Schön. Cool. Gut, was haben wir da jetzt? Achso, da haben wir einen neuen Zombie. Okay. Ja, dann würde ich mich mal liebevoll um den kümmern. Komm mal her, Kleiner. Wow. Da war ein kleiner Leck drin. Auf einmal stand er direkt vor mir. Ja, schön. Bestimmt noch irgendwelche Ecken gab, wo ich hin wollte, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles ist. Ich guck mal ein bisschen. Ja, machen wir das mal. Ich mach das mal. Mach das mal. Hast ja Zeit. Ich erinnere mich noch ganz vage, dass du eigentlich auch noch Diorit wolltest, oder hast du mittlerweile alles? Ich habe alles, was ich brauche. Okay. Warum ist das hier so? Ach, warte. Weil ich oben versucht hatte, mich rauszubauen. Okay, na gut, hier. Die Frage, versetze ich das ein nach innen noch? Ich wollte gerade sagen, wie läuft denn deine Architektur da oben? So, erzähl mal. Bring ich mal auf den neuesten Stand, was da oben so passiert. Also ich bin inzwischen bei der zweiten Schicht, ne? Die zweite Schicht für den Bahnhof, der momentan aus gemeißelten Sandstein besteht. Und danach kommt noch eine dritte Schicht, die halb so groß ist wie die erste. Also die zweite ist genauso groß wie die erste. Und die dritte Schicht wird so halb so groß sein. Und da werden dann so kleine Turmspitzen noch dran gebaut. Hör mal, das wird ja hier Maßlosigkeit hier bei dir. Ja. Und es wird gerade dunkel, deswegen gehe ich Richtung Bett. Oh, achso. Ja, gib mir einen Moment, dann, oder sag mal, wenn du in der Nähe bist, dann drehe ich gleich um. Ich bin jetzt schon in der Nähe, ich bin gleich da. Also. Ich liege gleich im Bett. Ah, ich Moment, nicht ich eile. Und schlafen. Warum bin ich jetzt hier hin? Hier ist überhaupt nichts Tolles. Na gut. Naja, ich will immer noch ein bisschen suchen. Irgendwo muss da noch Gold sein. Mann. Ja, irgendwie schon, ne? Also Goldgräber da sein ist irgendwie anstrengender, als ich gedacht habe, muss ich zugeben. Ist also nicht so dein Traumberuf, sagst du? Ja, es geht so. Sagen wir, es geht so, okay? Okay. Ey, ein total absurder Weg. Das baue ich gleich mal ein bisschen aus. Okay, so. Bettchen in... Na, komm her, da. Ja. Einen frohen neuen Tag und dann geht's wieder zum Bahnhof. Ja, ja, oh. Da wollte ich keinen Stein hinsetzen. Ich glaube, ich kann mal Cobblestone eben hier lassen. Den brauche ich wohl gerade nicht. Du brauchst keinen Cobblestone? Nee, ich wollte gerade noch hinzufügen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten so ein bisschen Cobblestone über. Man kann nie genug Cobblestone haben. Ja. Ja? Naja. Kauf mehr Cobblestone ein, Red. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Nein, nein. Kann nicht mehr viele Fackeln.
Ja, okay, das ist alles super hier. Dann gehen hier meine Ressourcen aus. Das ist aber unschön. Ich habe auch gar nicht mehr viele Spitzhacken, sehe ich gerade. Naja. Eben kurz Dinge rum. Okay, Die Frage ist aha. ja, wie hoch ist die zweite Schicht eigentlich nochmal? Vielleicht wollte ich gleich einfach mal einen Abstecher nach oben machen. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, wo ging es denn überhaupt raus? Ist das hier richtig? Ja, ne? Oder? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, in der Tat. Ah, ich sehe Licht. Ach, ist das geil. Hallo, Licht. Tageslicht. Ja, Tageslicht kann doch was sehr Erquickendes sein. Okay, cool. Ja, ich hole mal ein bisschen Kram, weil das macht jetzt gerade irgendwie so wenig Sinn hier. Erholst doof, Ja, Geschissel. also ich habe halt kein Holz mehr. Das ist ein. Vielleicht die Werkzeuge sowieso ausgehen, dann kann ich auch eben erstmal zurückkommen und, ne, Kram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also muss ich 7 da rubin, okay. Das kriege ich hin. Okay. Hast du denn irgendwas, was du noch so an Ressourcen brauchst? Also kann ich dir irgendwas beisteuern gerade sozusagen? Eigentlich nicht. Gut. Gut, nichts zu tun hier. Gut. Wollte ich gerade sagen, ich hab frei. Sehr schön. Ich kann also sinnlos weiter durch den Untergrund rennen und versuchen, mich vor der Arbeit zu drücken. Gold zu suchen, meine ich natürlich. Finde ich gut. Du machst deine Megaprojekte und ich mach meine Mega-Suche-Aktion, Dings, irgendwas spannend. Irgendwann muss es ja Naja. klappen. Ja, ich meine, es ist ja nicht mein Plan, mich ewig vor Arbeit zu drücken, sondern der Plan ist ja tatsächlich, ich hätte gerne Gold, aber wenn ich kein Gold finde, dann ja. Hast halt verkackt, ne? Ja. Ganze Arbeit umsonst. Doof. Meine Fresse, 3, ist das 3, ein 4, Gehopse 5, hier. 6, 7. Hey, das sagst du zu der Zeit, wo ich springe. Möchte ich Das hier aber ist. auch mal. Alter, ausbauen, glaube ich, so. Wo haben wir Leitern? Wir haben Leitern bestimmt. Oder haben wir Holz? Viel spannender. Haben wir irgendwo Holz oder war Holz irgendwo alle? Alle? Überall? Überall ist es alle, oder? Wir hatten kein Holz mehr. Keine Ahnung, aber du kannst gerne mal vorbeigucken und dir das hier angucken. Ein bisschen hoch da lang. Na, ich eile mal. Dann bist du auch so ein bisschen auf dem neuesten Stand. Weil Weil du du guckst guckst ja ja mein mein Content Content nicht. nicht. Das ist gar nicht wahr. Ich hab neulich dein Content geguckt. Ja. Ja. Einmal. Oh. Ja. Aber ich habe ihn geguckt. Und ein weiterer Running Gag war vernichtet. Ja. Wir Wir haben haben heute heute bemerkt, bemerkt, uns uns sterben sterben die die Running Running Gags Gags aus. aus. Ja, genau. Ich sagte vor der Aufnahme, man stelle sich vor, ich kaufe wirklich irgendwann einen Minecraft-Soundtrack. Also was. Weil Weil ich ich Theoren Theoren geschafft geschafft habe, habe, Leute. Leute. Ja, Theoren? was bleibt uns da dann aber noch? Ja, nee, den hast du nicht geschafft. Ich habe den nicht gesehen, also hast du den noch nicht geschafft. Für mich hast du den noch nicht geschafft. Du musst den nochmal für mich machen. Ja, ganz von Holy vorne. Fuckeroni, was, wow. Oh, das ist aber schön. Oh, warte, ich komm mal runter. Hi. Hi, komm mal direkt mit ganz Ah, runter. das sieht toll aus. Ja, doch, das sieht toll aus. Oh, du machst aber das auch ganz schön groß, ne? Befinde ich mich Ja. gerade auf dem Dach sozusagen oder ist es Nein, nur das eine ist nicht das Etage? Dach, das ist eine Etage. Und da Da kommen kommen auch noch Fenster Fenster rein rein und und so. sowas. Ja, doch, das mag ich. Und von innen Und muss es ich auch noch gebaut werden. immer ein Stückchen Da siehst zurückradeln. du das Plateau, was ich erweitern musste. Ja. Ja, aber nicht schlimm. Ja, doch, das macht sich. Das sieht schön aus. Wie Wie gesagt, das gesagt, gefällt mir. die Stadt Stadt Döbeln Döbeln hat hat einen einen schönen schönen Bau Baumarkt. Baumarkt. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Oh Gott, wie komme ich Gott, auf Baumarkt? Ja, doch. Ja. Vom Material her ist es auch schön. Also hebt sich halt schön vom Berg ab dann direkt. Schön hell. Gefällt mir. Und Und es es geht geht halt halt mitten mitten in in den den Berg Berg rein, rein. das Das heißt, heißt, wir wir brauchen brauchen keine keine Treppe Treppe nach nach wirklich wirklich bauen, bauen, weil weil der der Bahnhof Bahnhof quasi quasi Verbindung Verbindung auf auf die die Spitze Spitze des des Berges Berges wird. wird. Wow, Wow, jetzt jetzt habe habe ich ich dir dir gegeben. gegeben. Da drin musst du Da aufpassen, aufpassen, da da könnte könnte noch noch irgendwelches irgendwelches Gevieh Gevieh sein. sein. Ja, eine Kuh.
Ja, die kann gefährlich sein, hallo. Ja, und hier ist halt der kurze Eingang, den du mal gemacht hast. Ja, okay. Der wird sich halt viel weiter in die Mitte verlagern. Und das wird eine riesige Fläche sein, wo mehrere Schienen sind. Ja gut, aber man kann das ja sonst... Warte mal, du musst ja mehr nach hier, ne? Dann kannst du das hier einfach hochgehen lassen und so alles, oder? Ja, wir gucken das mal. Ich wollte gerade sagen, das guckt man dann, glaube ich, am besten, wie es dann passt. Weißt du was, ich nutze das mal, dass ich gerade hier bin und guck mal eben, was ich hier oben in der Truhe hatte. Und dafür brauche ich halt auch die ganze Wolle, weißt du? Damit alles schön ausgekleidet ist. Ja. Eine... Au! Red, da schießt ein Skeleton auf mich! Erschlag es. Ich hab kein Schwert. Achso, dafür darf ich jetzt wieder rankommen, ja? Dafür darf ich wieder. Au! Geh mal den Eki retten, entschuldige mich kurz. Au! Da, lass mich jetzt hier hochklettern, du Arsch! Komm nur einfach kurz hier rein. Aber ich will da hochklettern. Ah, kannst ja machen, oder du wartest, dass das Skelett hinterherkommt? Wo ist es denn? Da. Du Arschloch. Hallo. Stirb. Dankeschön. Weißt du, was, tust mir einen Gefallen? Bleib hier. Nimm das. Yay! Yeah. It's dangerous to go alone. Take ja, this. Ja, eben. Ja. Take du this. Hörst ja nie auf mich und ich habe immer kein Schwert, ja, und ich bin immer am Arsch der Welt. Ist ein bisschen blöd. So, ich mache mir jetzt eben Neues. Wir haben nämlich ganz viel Eisen hier noch. Also Eisen haben wir jetzt nicht so einen Riesenmangel. Aber Eisen finden wir auch immer wie bescheuert. Nur halt nichts anderes. Versuch's mal mit Strip Mine. So. Ich muss mal ein paar Hölzchen machen. Wie mache ich mir denn mal? Ach komm, die reichen erstmal. So, was wollte ich jetzt machen überhaupt? Ein Schwert, genau. Davon gerne zwei, danke. Einmal das und einmal so und dies und jenes und ole ole, ich habe ein Schwert. Geil. Yay. Endlich hat der Red ein Schwert. Moment. Hat der Red ein Schwert, die hau ich gleich auch mal endlich ein. Mann. Tja. So, ich mache mal noch ein paar Spitzhacken. Dann geht's auch gleich schon wieder runter. Ja, genau. Ich schmeiß noch alle Stöcker vor lauter Freude weg. Ist immer gut. Mal eben ein bisschen rum. Dies, das, da. Was brauche ich noch? Genau, Nahrung kann ich mal eben schauen. Hm. Mich irgendwo lebend runter? Nee, ne? Ich bezweifle es. Das wäre ja auch zu einfach. Natürlich wäre das zu einfach. Hm. Ach, das ist ein Wasserfall. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Ich hoffe es zumindest. Das wird wehtun, wenn ich da runterspringe. Verdammt, das war jetzt alles sehr blöd, oder? Jetzt stehe ich im Arsch der Welt und komme hier nicht lebend weg. Autsch. Der tat weh. So, links ein bisschen den Fall gedämpft. Sehr schön. Wer will denn auch reguläre Wege gehen? Dafür legen wir die ja schließlich an, damit ich sie ignorieren kann, nicht wahr? Ja, eben. Ja, und unsere Wege sind manchmal mehr so ein hier bitte nicht lang. Wie gehalten, ey, so was kommt da noch. Gut. Ich nehme mal ein bisschen Essen mit. Was nehme ich noch mit? Brauche ich noch irgendwas? Nee. Nein, haben wir da Leitern. Leitern hätte ich mal mitnehmen können. Habe ich jetzt natürlich oben liegen lassen. Ist aber auch nicht schlimm. Okay, da haben wir noch eine Goldrüstung. Das bringt uns gar nichts. Es wird auch schon wieder dunkel. Goldenen Apfel haben wir noch. Ja, okay. Wird es das in der Tat? Das heißt, du kannst doch auch hier oben verbringen. Ja! Ja, haben wir da irgendwo Bettchen oben? Soll ich eben nach oben gehen, oder? Keine Ahnung. Ich war jetzt immer unten, deswegen, unten im Berg. Weißt du was? Wo gehst du relativ schnell. Geh jetzt eben schon mal rüber zum Berg, wenn's recht ist. Okay, ich leg mich schon mal hin. Das dauert nicht lange, keine Sorge. Ja, es ist ja gut.
Also noch ist es hell, dann kann ich schon mal den Weg rüber machen eben noch, dachte ich mir. Ja, warum nicht? Jetzt gleich instant dunkel, pass auf. Weil ich jetzt eben mal noch schnell rüber renne. Die instant Dinkelheit. Ich renne auch extra schon. Ja, nah dran. Super. Jetzt ist es dunkel. Das ist perfekt. Tja. Alles andere wäre auch zu einfach gewesen. Hoch. Ha, ich habe hoch gesagt. Hätten wir das auch. Kannst einen Haken machen auf der Liste. Wurde hoch gesagt. So, Haken ist gemacht. Danke. Perfekt. Schön. Da, sag einmal, wir hatten es ganz kurz vor der Aufnahme das Thema angesprochen. Wir hatten ja neulich ja die Pre-E3-Diskussion, eine After-E3-Diskussion findet, glaube ich, jetzt dann aber erstmal nicht statt, weil, wie du sagtest, du kamst gar nicht dazu, irgendwas groß zu gucken, ne? Ja. Ach, schade. Die Zeit fehlte einfach. Gerne diskutiert. Tja. Hätte ich so gerne diskutiert, ehrlich, weil da waren so viele Sachen. Tja. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Geld auszugeben, weißt du? Weil so alles gleichzeitig irgendwie. Viel zu viel. Viel zu viel. Was natürlich geil ist, weil meine Fresse, Alter. Es kommen so viele geile Spiele einfach. Das ist fantastisch. Habe im Übrigen geschlafen, falls es nicht aufgefallen ist. Was? Es ist Tag. Was? Ich will doch noch gar nicht aufstehen. Ich neben dem Bett. Was ist da los? Bin ich einfach rausgefallen? Ich mache mir mal hier. Da ich das hier eh nicht vernünftig wegkriege, baue ich mir jetzt einfach den Weg ein bisschen drumherum hier. Nee, aber es ist wirklich so. Ich muss sagen, es kommen unglaublich viele Spiele. Also ich glaube, das war so eine E3, wenn sie jetzt noch Half-Life 3 angekündigt hätten, dann hätte es auch nicht mehr reinhauen können wie alles andere, was sie gezeigt haben. Einfach weil, wow, alles andere kommt auch. So gefühlt, weißt du? Einfach so vom Gefühl her war das so. Ich freue mich auf die Gamescom. Ja, die wird auch schön. Ich werde, glaube ich, aber auch lange, lange bei Sony diesmal rumstehen, weil die haben so viele Sachen gezeigt, wo ich sage, oh scheiße, da habe ich Bock drauf. Oh, darauf habe ich, oh, und das kommt, und oh, das auch. Ja, ich muss generell mal gucken. Wurde im Übrigen schon etwas gefragt, was ich jetzt mal ganz, ganz, ganz elegant, kleine Eigenwerbung am Rande hier auch mal ganz deutlich sage, ja, das braucht man mich auch eigentlich gar nicht fragen. Last Guardian hat einen Veröffentlichungstermin. Alter, ich warte seit der ersten Ankündigung darauf, dass es rauskommt. Ich wollte dafür eine PS3 damals kaufen. Es kommt jetzt endlich dieses Jahr, Oktober 25, für die PS4. Ich werde es kaufen. Ich werde einen Tag vorher wahrscheinlich schon abends beim Laden stehen, da einfach durchmachen. Ist mir egal. Ich will's haben. Nee, es ist aber wirklich so. Ich wurde tatsächlich gefragt nach dem Motto, hey, das kommt ja dann raus, kann man da bei dir was erwarten? Alter, das war doch keine Frage, oder? Ich meine, also gerade wer mich ein bisschen kennt, ich meine, ich weiß jetzt, von wem es kam, ne, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber lass es mich so sagen, Ico ist bis heute eines der schönsten Spiele, was ich kenne. Shadow of the Colossus ist ein unfassbar großartiges Spiel immer noch und ey, die Jungs, die das gemacht haben, machen halt, ne, Last Guardian, ja. Day One. Ich kaufe es sofort. Wenn es raus ist, habe ich es. Fertig. Und ja, da habe ich dann dementsprechend auch den Plan, das werde ich definitiv auch, nehme ich dann brav mit auf. Guck mal. Wahrscheinlich aber auch streamen. Wahrscheinlich irgendwie beides, weiß ich nicht. Also ich nehme es wahrscheinlich erstmal auch auf, weil ich es erstmal auch für mich alleine zocken mag dann. Ne? Weil ich, also das möchte ich nicht spielen mit der Gefahr, dass da auch nur irgendeiner im Eck kommt, ja, ich kenne das schon, musst du so und so. Ja, und jetzt stirbst du. Ne. Weil Spoiler sterben bei diesem Spiel. Ich habe nicht 8 Jahre gewartet, um mir von irgendeinem kleinen sonst was mit einem viel zu kleinen Pimmel erzählen zu lassen, wie dieses Spiel passiert. Ja, weil dann muss ich vielleicht ein bisschen ausrasten. Ein bisschen aber nur. Ja, ansonsten kann ich direkt schon ankündigen, das nächste Spiel, was dann stattfindet, wenn einer da was spoilt, lautet dann Hitman und das mache ich real life bei euch zu Hause. Ich würde mir das also überlegen. Ihr wollt das nicht. Ich mache die Sauerei hinterher nicht weg, ich stelle sie nur an. Ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Sandbunker, mehr Sand abkloppen gehen. Dein Sandbunker. Das klingt aber auch sympathisch, das ist schön. Ja.
Bauen uns immer noch ein, bauen uns eine Vault irgendwo hin? Ich sitze die letzten Tage so viel vor Vault Out, genau, ja genau. Vor Fallout 4 sitze ich so viel, da kam mir gerade die Idee. Irgendwann, wenn wir die Mauern fertig haben. Ja, das passt ja. Mauern, Bunker, trifft sich ja alles. Weil es gibt ja Leute, die wissen es bestimmt immer noch nicht. Wir wollen drei Mauern um diese Gebiet, um dieses Gebiet hier machen. Ja, Wie Attack on Titan-like. das war mal der ursprüngliche Plan. Mal gucken, wann wir Ja. das mal anfangen überhaupt. Warten wir es mal. Ich möchte das, ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht zu groß nochmal den Leuten ins Gedächtnis rufen, weil, oh Gott, wir haben so viele andere Baustellen. Ist mir egal, es wird gemacht. Ach so, ja, auch gut. Habt ihr gehört, der Egi macht das? Ich chille so langsam. Ja, Schön. aber erst halt im Bahnhof, ne? Dann kann man ja die erste Jo. Mauer langsam mal beginnen. Brauchst du Diorit eigentlich jetzt noch? Wie war das? Nö. Nein, nicht, doch, nein. Nö. Nö, niemals. Okay. Wann brauche ich denn schon Diorit? Wollt nur nett sein. Na gut. Ich lasse das mit Mal, dem Nett sein. Das funktioniert nicht mehr so. ey. Nett sein ist doof. Was? Wetmaker war mal nett? Was ab? Ja, das ist so ein Gerücht, weil es so ein ganz hartnäckiges. Starten wir etwa wieder Beef? Nee. 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 Zu Nee, ist mir zu anstrengend? anstrengend, ja. Ja. Nee. Ich habe eine Lassen wir Stunde es. geschlafen und bin hier am Aufnehmen. Nee, das ist mir zu anstrengend. Nee, nee. Da gibt es lieber andere Leute, wo sich das Beefen, also das drauf konzentrieren lohnt. Ja. Ja. Ein Argument. Ohne hier mal Namen zu nennen. Ich hätte jetzt wie im Namen auch nennen müssen. Hallo, jetzt ist der ganze Gag kaputt. Verdammt. Ich wusste jetzt nicht wen. Ach so. Also nicht wen, wo das auch rüberkommt, Edinus als wäre ist das da. Spaß. Das ist ja mal ein Beef wert eigentlich. Weißt du, es gibt ja genug Leute, wo ich mir denke, ja, könnte Kann man man mal auch aufs mal Maul lassen. geben. Ja, kann man halt mal lassen, ne? Ja. Also so manche Menschen kann man mal komplett lassen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist schön. So, was mache ich hier eigentlich gerade? Weiß irgendjemand, was ich hier gerade mache? Nein? Wenn doch, schreibt's mir in die Kommentare, um Gottes Willen. Rumgurken, würde ich sagen. Was mache ich? Rumgurken. Ja, ich klopp hier random mal hier, mal da, irgendwie jetzt eine Ecke in den Berg rein. Ich weiß ich nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, irgendwo finde ich bestimmt eine tolle Höhle und da finde ich dann Gold. Und dann werden wir reich. Ja, erstmal habe ich jetzt eine Spitzhacke weniger, ist aber auch schön. Komm schnell, muss doch mal irgendwo was sein. Weißt du, das Schlimme ist auch, wenn du nicht suchst, ne, dann hörst du an jeder verkackten Ecke, hörst du so einen dummen Zombie. Aber jetzt, wenn du denkst, so, ja komm, irgendwo muss da mal noch so ein Stollen versteckt sein, nischt, Stille. Tja. Aber das Piano klimpert rum. Danke. Trollololol. Du bist halt am Arsch der Welt der Höhle, weißt du? Ja, das ist aber echt so. Doch, aber halt absurd. Weißt du, wenn du mal nix suchst, dann findest du alles. Aber wenn du was suchst, dann nach Minecraft, ey. Ist das beste Minecraft Spiel des des Jahres. Jahres? Des Dann Jahres? höher? Ja, ne? Da möchte ich mal höher. Was ist das hier eigentlich? Wo geht das hier hin? Das Eisen. Wieso ist da Eisen? Mehr Eisen. Bessere Frage ist, wieso ist da kein Gold? Mehr Eisen. Ja, noch mehr Eisen. Was ist denn hier los? Brett, ich dachte, du wolltest Anschaffen anschaffen gehen, gehen, hier Gold Gold holen. holen. Ja, Weißt du? auch, aber Eisen Verkauf hauptsächlich dich mal mal besser, besser. Stück. Ach, nix da. Eisen ist wichtig. Eisen, Junge. Heißes schwarzes Eisen oder so. So, komm mal her hier. Wo ist denn hier? Was ist das Schwarzes denn hier? Eisen? Was ist das? Wovon ist das? Da war mal Lava, oder? Glaube ich zumindest. Das glaube ich zumindest. Da sehe ich. Was ist das? Ist das Eisen? Oder ist das Gold? Super. Dann ist jetzt auf jeden Fall unter Wasser. Da sehe ich nichts. Scheiße. Wie kommen wir denn da hoch? Da müssen wir da mal. Müssen wir da mal. Ne? Machen wir da mal. Dann machen wir da mal so. Dann gehen wir da mal da. Ja, machen wir da mal. Hallo, kann ich mal da hoch jetzt? Was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier, ey? Wieso ist hier überall Kackwasser? So, bam. So, jetzt geht's abwärts. Verdammt. War das mein Plan? Glaube. Im Zweifel einfach ja. Hilfe?
Ich warte das mal kurz ab, was ich. Nie Warte mal kurz, zugeben, denn dass du das Dinge. falsch gemacht hast, Brett. Du kennst die Regel als YouTuber. Nie zugeben, dass du das falsch gemacht hast. Es ist tatsächlich Gold. Was? Was? Das ist ja vollkommen absurd. Das ist ja fantastisch. Also ich glaube selber nicht, aber ich. Ja, ich habe Gold gefunden. Bin ich jetzt noch Diamanten? Dann wäre ich richtig happy. Gott, wäre das großartig. Ich baue erstmal Sand ab hier, oh, ist auch schön. Jo, von der Decke reingebröselt, oder wie sehe ich das hier? Kann ich die Lava da mal wegmachen? Ja, ne? Das machen wir mal. Mach's Eck. mal. Und eigentlich wollte ich da eine Fackel hinsetzen, okay. Eine Fackel. So, Moment. Die 1, 2, 3, jetzt erstmal kommt die Lava weg. So, die ist weg. Definitiv. Oh, keine neue. Kriegen wir keine mehr rein? Nein? Das Nee. ist hübsch. Ach, das ist ja herzallerliebst. So, komm mal her hier. Kümmern wir mal ein bisschen hier rum. Achso, da kann ich keinen dran machen, weil hier ist unter Wasser. Na gut. Aber da kann ich einen dran machen, ja? Yay, er kann einen dran machen. Ach du Scheiße. Was ist das Scheiße? Was? Irgendwas ist kacke? Ja, ich fürchte schon. Ich versuche hier gerade. Ja, also ich bin in einen Wasserfall hochgeschwommen, versuche jetzt, simpel gesagt, einen Durchbruch zum Meeresdeckel dicht zu machen. Hier nicht das ganze Wasser reinläuft, weil das ist Kacke. Holy Jesus, fuck it. Ach ja, schuld, schuld Ach, das hier. ist so ätzend hier. Ja, gar nicht mal so leicht, weil ich falle sozusagen immer wieder ein bisschen aus dem Wasser raus. Okay, irgendwie habe ich einen guten Winkel erwischt, weil jetzt geht es mal straight bergauf hier. Geil. Es ist Es schon ist wieder schon wieder Nacht. dunkel. Ja. Ich gehe mal Richtung Bettchen. Ach so, Wie? was hat mir Monster sind jetzt. in der Nähe. What? What? Jetzt das Wasser weg oder was ist jetzt hier? Noch doof hier, ey, ehrlich. So, lass mal gucken. Irgendwo musst du ja noch mal durchkommen. Weiß halt nur. Leider. Ist Ach, denn hier was in der Licht. Nähe? Hallo? Irgendwas stimmt hier nicht? Oder ist es unten? Ah, nee. Eben ein bisschen verwirrt. Also nicht wundern, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber ich versuche gerade, ja, den Sinn zu verstehen. Irgendwo. Ich wissen, was du machst. Also bevorzugt auf jeden Fall nicht sterben, natürlich. Oh, haben wir es? Wie ich das überlebt habe. Wieso lebe ich noch? Glaube, ich hab's geschafft. Der Pisser hat mein... Nee, mein Bett steht noch. Yep, Creeper-Besuch gehabt, oder wie? Ja, man hört's dir an. Dass deine Stimmlage ist ja immer so. Scheiße, Alter. Was ist das denn? Achso, das ist ein Lichtstrahl. Das sah komisch aus. Alter! Du rastest es jetzt aber nicht aus, ja? Also du kommst durch, du überlebst das alles, ja? Alter, guck dir mal mein Bett, mein Schlafplatz. So Und ein Wichser. alles futsch, oder wie?
Das geht, also. Mein Bett steht komisch, also schwebt noch in der Luft, komischerweise, aber. Und ich kann reinlegen. Okay. Gut, ich bin jetzt im Bett. Los, leg dich schlafen sofort. Ich will nicht mehr. Kann ich, Moment, warte. Alter! Und die Folge müsste auch bald zu Ende sein. Aber Alter! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Alles wird gut, X. So ein Drecksack! So ein fucking Drecksack! Das ist der Moment, wo ich jetzt sagen muss, also wer lieb sein möchte, geht mal beim Eki rum, lässt mal ein bisschen Liebe da, weil der Eki braucht gerade ein bisschen Aufmerksamkeit, der dreht nämlich sonst durch. Ja! Also mehr als gewöhnlich. Nee, ich meine, so ein bisschen sind wir ja gewöhnt. Sagen wir einfach, zumindest singt er gerade nicht. Sehen wir einfach alles positiv. Was soll das denn heißen? Oh, nee, das ist, wir lieben das. Ich stehe da total drauf, wenn du singst. Wollte ich auch sagen, ja. Nimm noch eben das Gold mit, ne? Alter. Boah, ich das vergesse. So. Ja, trinke ich aber einen Schluck von meiner Mandarinen-Fantei. Nee, Mandarine so. Sogar. Hör mal, jetzt aber hier, du. Was ist denn hier? Hat ja mal jeden mit dir. Der Luxus ausgebrochen, oder was? Ja klar, war ein Angebot im Aldi. Boah, da muss ich erstmal hier meinen Rockstar für 99 Cent im Angebot wegschlürfen. So, oh, geil. Geil. Schlafen. So, fertig. Gut, wir machen auch Feierabend. Komm, das ist jetzt hier. Oh. Das ist jetzt so absurd hier. Alter. Ja, alles wird gut. Bis zum nächsten Mal, Kinders. Tschüss. Tschüss. Das ist doch absurd hier.